Der neue Organist von der Bieler Stadtkirche spielt am Sonntag Nemos Song «The Code» während einem queeren Pfingstgottesdienst. Es nimmt Bezug zu der kunstschaffenden Person von Biel, erklärt der Cédric Nemitz, der Pfarrer von der reformierten Kirchengemeinde Biel. On avait ce culte de Pentecôte une semaine. Wir haben den Pfingstgottesdienst genau eine Woche nach Nemos Sieg beim Eurovision Song Contest und der Titularorganist von der Stadtkirche hat das Lied «The Code» neu interpretieren. Es nimmt Bezug darauf, was der ESC bedeutet und für was Nemo steht. Für Biel, aber auch für ein bisschen andere Gemeinschaften, die in anderen persönlichen Realitäten leben. Nemo ist zum Symbol für Diversität geworden, zum Symbol von der Nonbinarität. Zwei Begriffe, die Teil der queeren Bewegung sind. Der Gottesdienst, der von der reformierten Kirchengemeinde Biel und der römisch-katholischen Kirche organisiert ist, ist der queeren Bewegung gewidmet. Mit dem Ziel, ein klares Zeichen von Offenheit zu senden. Das erklärt der Noel Chibangu, der Initiator der queeren Gottesdienst in Biel. Diversität, das ist manchmal ein Modebegriff, aber wir wollen ihn auch heute mit Inhalt füllen, heute Abend, mit euch zusammen. Alle Gottesdienste sind offen für alle. Aber wenn man die Vergangenheit von unserer Kirche anschaut und andere Formen von Aktionen, die Kirchen in der Vergangenheit durchgeführt haben und die vielleicht nicht immer so ruhmreich gewesen sind für unsere eigene Geschichte als Kirche, wir glauben, dass wir in dieser Phase Wort von einem neuen Aufruf kultivieren müssen. Eine Einladung, aber auch Wort von der Versöhnung. De nouvel appel, d'invitation. Mais aussi une parole de réconciliation. Der Verein Queer Biel teilt mit, dass er die Initiative der Bieler Kirchen positiv findet, weil sie einem Bedürfnis nach Spiritualität von ein paar Mitgliedern der Queer-Gemeinschaft in der Region entspricht. In Biel gibt es im Laufe des Jahres mehrere Gottesdienste zum Thema. Ab Pfingsten, Weihnachten oder am 11. Oktober, am Tag des Coming Out. In Biel gibt es die Zeremonie seit 2020.